Heute müssen wir aus dem Synomaly-Gefängnis in Roblox entkommen. Und uns hat nämlich der Zoowärter ins Gefängnis gesperrt. Entkommen wir, das erwartet ihr in diesem Video. Lasst den Daumen nach oben da und let's go. Ja, Leute, meine Güte, ey, guten Morgen. Warte mal, wo bin ich denn hier? Warte, wie bin ich denn jetzt schon wieder? Alter, wer hat da gefurzt? Wer war das? Was sind das für komische Gestalten? Oh nein, Leute, wir sind in Synomaly gefangen. Oh, oh, Bro! Bruder, Alter, was sind das für eklige Gestänke, die du da machst? Junge, der furzt mich einfach hier an. Alter, das stinkt ja übertrieben hier. Leute, wir müssen aus diesem Gefängnis hier raus. Ich glaube, ich weiß so lang. Wir müssen hier wahrscheinlich wieder aufs Bett hochklettern. Nein, ich will kein Jetpack kaufen. Oh, es gibt also Leute, die das Ganze in 17 Stunden geschafft haben. Bro, hör mal auf, die ganze Zeit zu furzen. Der komische Zoo-Inspektor, Zoodirektor. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Weiter schlagen, alles klar. Ach, so, okay. Nichts wie raus hier, würde ich sagen, Leute. Das Ganze ist nämlich so ähnlich wie in Barry's Prison, muss man sagen. Oh, und da würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Und Leute, ich habe so ein bisschen Angst, weil ich weiß, Synomaly ist ja eine Art Horrorspiel. Es geht ja darum, dass man in diesem Zoo nach verschiedenen, in verschiedene Gehege gehen muss von so mutierten Monstern. Und da muss man nach Teilen suchen, die für einen Schlüssel sind. Und wenn man alle Teile hat, dann kann man die große Tür öffnen zum großen Bossfight. Und so sehen diese ganzen Monster aus. Es sieht wirklich wie im Spiel aus. So sieht der Zoodirektor aus. Und das hier, oh Mann, ich habe immer noch Albträume von diesen Monstern. Aber ja, oh oh. Hallo, ja, so sieht ihr also aus. Alles klar. Oh nein, 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 nein. Wartet mal, Leute, wir könnten jetzt gegen ihn kämpfen. Was bist du eigentlich für ein Monster? Kann ich nicht rein, leider. Hm, okay, vielleicht ist das irgendwie eine DLC-Map oder so, aber gut. Hört mich gehört! Hört mich gehört! Ah! Lauf! Lauf! Oh, Hilfe! Ah! Alter, er furzt, damit er schneller läuft, glaube ich. Nein, 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 nein! Hier kommst du wohl nicht zu mir. Aber ich muss sagen, dieses Gefängnis sieht eigentlich ziemlich gemütlich aus mit diesem ganzen Rasen und so. Wahrscheinlich ist das Ganze angetrieben mit Naturgas oder so. Und ey, das ist das erste Barry-Gefängnis, wo wir einfach einen Baum haben. Das ist schon cool, ziemlich komfortabel. Bro, hör mal auf, die ganze Zeit zu furzen, Alter. Ich raste hier gerade komplett aus, Mann. Leute, schreibt mal in die Kommentare, furzt nicht. Furzt nicht in die Kommentare, also nicht in den... Bitte furzt nicht auf die Kommentare, sondern schreibt furzt nicht in die Kommentare. Ey, wirklich. Oh Mann, Leute. So, hier geht's endlich mal durch. Oh, wo bin ich? Oh, nein, das ist das Badezimmer. Spenden. Oh, bitte, kleine Spende. Bitte, bitte, kleine Spendi. Nein, es wird nicht gespendet. Wir nehmen natürlich die Schaufel und graben uns durch das ganze Barry Prison. Okay, wir sind jetzt also in den Höhlen, in den Katakomben drin, ne? Okay, na gut, das Ganze ist schon ziemlich interessant aufgebaut. ZO, wahrscheinlich für Synomaly. Und das ist nämlich sehr, sehr gruselig. So, hier haben wir das Synomaly-Logo. Okay, Junge, das ist so krass. Du kannst dich gefühlt in alle von diesen Monstern morphen. Komm, ich morph mich jetzt einfach mal in diesen kleinen Frosch, Leute. Und hat's geklappt? Ey, Leute, ich bin eins der Synomaly-Monster geworden. Wie süß. Also nicht süß, ich meine, der ist alles andere als süß. Aber wisst ihr, woran er mich erinnert? So ein bisschen an dieses Hamster-Meme. Ja. Sieht ziemlich ähnlich aus. Oh, Leute, by the way, habt ihr schon ein Abo da gelassen auf diesem Kanal? Und ganz wichtig, Freunde, kommentiert das Video und liked das Video, damit es auf jeden Fall mehr Leuten vorgeschlagen wird. Besonders, wenn ihr es Synomaly feiert. Dann auf jeden Fall. Ich habe die Stacheln fast nicht mehr gesehen. Die sind, ja, die sind ein bisschen schwer zu erkennen. So, was haben wir hier? Hier rollt, glaube ich, eine Kugel. La 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 la. Wo ist denn die Kugel? Okay, dann komm, die nächste schaffen wir auch noch. Hä? Sag mal, wo ist denn die Kugel? Habt ihr es? Die haben es verpeilt, die Kugel rein zu programmieren. Wofür ist denn das hier überhaupt, diese Straße? Na gut, keine Ahnung. Aber ich komme jetzt entspannt die Manti hier nach oben. Und ey, ohne Witz, dieses Gefängnis hat Atmosphäre. Oh nein.
Oh nein, das ist der Bossgegner. Das ist der Bossgegner, Leute. Also nicht dieser in dieser Welt, aber das ist der Bossgegner aus dem Spiel. Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Achtung, Attacke. Greift er mich an? Leute, greifst du mich überhaupt an? Hallo? Greift er... Bro, irgendwas stimmt hier nicht. Also entweder irgendwas klappt hier gerade nicht. Ha, hallo, Kleiner. Der ist ziemlich nett. Wer bist du? Dich kenne ich auch nicht. Wer bist du, Alter? Du bist irgend so ein Affe. Okay. Und hat er da eine Taschenlampe, die Feuer macht? Okay. Ich lasse euch mal diese ganzen Sachen machen. Ist okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum die mich nicht angreifen. Ich glaube, weil ich mich in eins der Monster gemorpht habe, ne? Werde ein Wächter. Nein, nein, nein. Wartet mal, Leute. Ich versuche mich mal wieder zu teleportieren, dass ich normal werde. Will nämlich kein Monster sein. Ich will jetzt ein normaler Mensch sein. Ist doch klar, dass diese Normally-Monster sich unter sich nicht angreifen. Und tschüss. Was ist hier? Was ist hier los? Was ist mit dem Spiel los? Wo bin ich? Hallo? Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall wieder zurück und irgendwie, glaube ich, ist das Ganze jetzt repariert worden. Oh, die Kugel kommt doch. Ich wusste doch, dass irgendwas mit dem Spiel nicht stimmt, Freunde. Irgendwas ist gerade passiert, aber jetzt kommt die Kugel. Meint ihr, wir schaffen es? Oh nein, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, wir schaffen es. Boah, diese Lavakugel. Okay, come on. Leute, wir packen das schon. Wir packen das schon. Na los. So, jetzt nach links. Nein! Okay, okay. Das wird ziemlich knapp. Das war sehr knapp sogar. Okay. Oh, dann geht's jetzt um das für Geräusch. Oh nein, ich hätte das Level ohne die schaffen sollen. Jetzt bewegen die sich auch noch. Nein. Oh, Hilfe! Der Affe! Affe! Das Ganze machen sollen, bevor ich diese Monster wiederbelebt habe. Oh nein. Okay. Leute, wie tricksen wir denn aus? Wir laufen jetzt hier im Kreis. Ah, okay. Wir müssen jetzt hier am Rad drehen, Leute. Oder an der Kette ziehen. Keine Ahnung. Ja. Hoho, wie knapp das war. Oh mein Gott, war das knapp. Na los. Lauf. Oh, oh. Oh, ich höre schon wieder dieses Rumgefurze. Hier furzt schon wieder irgendwie der Zoowächter. Der... Was sind das für Geräusche? Oh nein. Oh nein, 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 Leute. Ich habe ein sehr mieses Gefühl. Ich habe ein sehr mieses Gefühl dabei. Oh nein, es wird gleich einen Bossfight geben, oder? Wird es gleich den Bossfight geben? Ich weiß nicht mehr, wie lange diese Map geht. Ich habe schon etwas länger keine Berry Prisons gespielt. Aber wir können uns entscheiden zwischen Cafeteria oder Zoonomi? Zoonomi? Was ist Zoonomi? Das ist irgendwie ein besonderes Wort. Wow, die Cafeteria sieht interessant. Weißt du was? Dieser Typ, der stinkt mir das ganze Gefängnis voll. Kein Wunder, dass hier alles grün ist, weil er hier alles voll furzt. Okay, Achtung, Leute. Boost! Let's go! Okay. Leute, first try, sage ich euch. First try. Aber ich glaube, es gibt ja auch ein Secret, wie in jedem Berry Prison. Also sollen wir dieses Secret uns einmal anschauen? Ich würde es mal probieren, aber gut. Dann, let's go. Und jetzt nach rechts springen. Okay. Ist hier das Secret? Ist hier ein Secret? Hier ist kein Secret. Ich kann es nicht glauben. Es gab kein Secret. Ja, muss ich sagen, das war ein bisschen faul hier von den Entwicklern, ne? Dass sie kein Secret versteckt haben. Normalerweise gibt es hier Morphs oder Skibidi Toilets oder Grimace Shake, was auch immer. Aber gerade diese Zoonomaly-Monster, Leute, die, muss ich sagen, sind jetzt gerade aus irgendeinem Grund richtig im Trend. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich habe dazu natürlich auf meinem Hauptkanal auch Videos gemacht. Also check gerne meinen Hauptkanal aus, IDZock. Da habe ich Zoonomaly gespielt. Ich habe es komplett durchgezockt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Aber Leute, wirklich, es ist ein schweres Spiel. Also vom Schwierigkeitsgrad gab es selten Spiele, die so schwer sind, vom Horror, Horrorspiele, die so schwer sind wie Zoonomaly. Ich muss sagen, for real, das war richtig schlimm. Okay, endlich. Wo ist denn der Ausgang? Oh nein, jetzt kommen wir hier in diesen... okay, springen ist die Lösung, weil im Sprung ist man irgendwie nicht vom Wind betroffen. Warum auch immer. So, let's go, Leute. Das läuft doch wie am Schnürchen hier heute. Zack, bam. Oh, ihr habt nichts gesehen, okay? Ein drittes Mal wird mir das schon nicht passieren, Leute. Das wird mir schon nicht ein drittes Mal passieren.
Huhu. Ah, habe ich doch gesagt, dass mir das ein drittes Mal nicht passieren. So, wir müssen jetzt die Ventile schließen. Okay, Ventil Nummer 1. Wo ist Ventil Nummer 2? Hm, es ist da hinten. Wenn ich jetzt runterfalle, dann ist alles... Dann muss ich alles von neu machen in dem Bereich. So, Ventil Nummer 3 ist dort hinten und ich glaube, jetzt können wir endlich durch. Ja, let's go. Zack. Oh! Das war nicht mal... Oh Mann, immerhin habe ich Glück, dass ich hier spawne. Leute, man kann sich nicht mal hier dran befestigen, wie... Was ist das denn? Das ist unsichtbar. Das ist einfach... Das ist einfach fake. Boah, habe ich ein Glück. Ich dachte schon, das wäre es, ey, wenn ich jetzt da runtergefallen wäre. Okay, Leute. Wow. Na gut, jetzt kommen wir, glaube ich, in die Eishöhlen. Oder... Oh, die sind ein bisschen schwer. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. So, wow. Allein, dass es unsichtbar ist, man sieht nichts. Easy Mode, Easy Mode. Diese Map gibt es ja auch noch in Hard Mode, aber dafür muss man das erst auf Easy Mode durchspielen. Whoa. Nein, First Try nicht geklappt. Whoa. Oh, warum ist es auf einmal so ruhig geworden? Oh nein. Nein, wir müssen gegen den Bossgegner jetzt kämpfen. Und der hat eine Bratpfanne. Der hat eine Bratpfanne. Oh, ist ein Big Smile Fox. Weißt du was? Einen großen Smile hast du auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Nicht kleckern, sondern klotzen oder wie auch immer das man nennt. Egal, ich brauche jetzt den die Essen-Suka. Die Tsunomaly-Suka. Bam, nimm das in your face. Oh, yeah, okay. Macht ihr irgendwelche Anime-Geräusche? Bam. Komm schon. Geh doch mal down. Pikachu? Rufst du Pikachu? Keine Ahnung, aber ey. Ich liebe diese Explosion immer wieder. Die Explosion, die musste halt wirklich sein. Wir haben die Cafeteria-Frau besiegt. Heißt es, dass wir jetzt endlich in Freiheit kommen? Oh, meine Bazooka ist weg. Oh, 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 oh. Okay. Ausgang, ja. Der Ausgang ist nah. Wir sind gleich da, Leute. Der Ausgang. Oh, okay. Okay, das kriegen wir hin. Das ist überhaupt nicht schwer. Also Easy Mode ist hier wirklich Programm. Der Easy Mode ist so easy, dass ich sage, das ist nicht mal ein Easy Mode, das ist ein I. Das war super easy, Mann. Oh, ja. Und jetzt nur noch diese Stelle, Leute. Und dann können wir doch endlich hier raus aus diesem Horrorgefängnis von Tsunomaly. So, wir brauchen... Leute, wir sind die Pros. Wir sind die Roblox-Obby-Pros. Guckt euch das an. Zack. Einfach reinschmeißen. Zack. Bam. Und let's go, Leute. Kein Problem. Wirklich kein Thema. Wer soll mich aufhalten? Oh. Oh nein. Wo ist meine Bazooka? Smilecat-Robot. Wow. Komm, wir machen die Arme erstmal platt. Machen wir die Arme platt. Okay, die Musik geht aber übel ab. Oh mein Gott. Komm, den einen Arm. Den einen Arm. Ja, der eine Arm ist kaputt. Jetzt nur den zweiten Arm. Oh nein, 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 nein. Komm, er ist gleich down, er ist gleich down. Und... Na los. Ja, wir haben den Arm zerstört und ihn jetzt auch. Yeah, let's go. Boah, ey, Freunde, wir haben diese Anomaly-Monster gesehen, zerstört. Und jetzt fahren wir mit dem Auto nach Hause. Oh, ich kann nicht mehr. Fahr das Auto heim! Okay, wir fahren ja richtig schnell. Das war so schnell. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, das so schnell fahren kann. Hä? Was ist das denn? Oh, wir haben die Bazooka immer noch. Die wirft einfach Obst und Gemüse. Lecker essen. Hier! Oh, da war ein Hamburger mit dabei. Na los, let's go. Kriegen wir das hin? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Okay, und jetzt nur noch in den Helikopter. Und dann würde ich sagen, Leute, haben wir es geschafft, oder? Sind wir jetzt zu Tsunomaly entkommen? Yeah, ich wusste es, wir haben es geschafft. Woo, let's go, Leute. Wir haben es geschafft. Und guckt euch mal an, was für Charaktere es noch gibt. Es gibt auch diesen Anitron. Wer ist Anitron? Sirenenkopf, Papa Pizza,
Mr. Scary, wir haben die alle schon einmal gemacht. Nur Anitron haben wir noch nicht gemacht. Also, ihr wisst Bescheid, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir diese Frau, ihr Gefängnis oder was auch immer sie hat, machen sollen, dann lasst einen Daumen nach unten. Ich meine, schreibt einfach Anitron in die Kommentare. Und wenn ihr vielleicht so Normally feiert, dann schreibt es gerne auch so Normally in die Kommentare. Dann gibt es vielleicht noch mehr davon in Roblox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. IDs raus, haut rein und ciao.